Ich liebe ja solche Partien. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Abendspiel, das Flutlicht ist an und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen, der Rasen in einem idealen Zustand. Zwei Top-Mannschaften in bester Spiellaune. Also tauchen Sie doch einfach mit uns ein in diese wunderbare Kulisse, in diese wunderbare Stimmung. Eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Stadion. Ja, seit kurzer Zeit wird hier schon gespielt. Deine subjektive Einschätzung, Hansi. Welcher Spieler, denkst du, wird den Unterschied machen? Ich gehe mal davon aus, dass diese Partie heute durch einen Angreifer der Extraklasse entschieden wird. Und da sage ich nur, einen Romelu Lukaku kannst du nicht verhindern. Definitiv. Die Abwehr, die wird großen Respekt haben vor ihm. Klasse Antizipation. Also das sieht gut aus. Olympique Marseille. Ist ja, Hansi, der heutige Gegner. Auf welchen Spielstil müssen wir uns heute einstellen? Eine ganz gefährliche Mannschaft. Die lässt den Gegner lange machen, lässt ihm den Ball. Sie lauert geradezu. Aber wer sie erobert den Ball, dann ist Konterfußball angesagt. Nichts geht mehr. Er hat ihn auf dem Fuß. Bernardo Silva. Beide Teams versuchen sich in der Frühphase keine Blöße zu geben. Ramsey. Also das ist wunderschön anzusehen. Hier steckt richtig Bewegung drin. Viele Spieler, die sich gleichzeitig freilaufen. Dann hast du als Ballführender eine Menge Optionen. Und dir gehen nie die... Er versucht... Tor für Olympique Marseille! Olympique Marseille trifft. Das ist die Führung. Ja,
natürlich lässt er sich so eine Chance nicht entgehen. Völlig frei im gegnerischen 16-Meter-Raum. Und wenn man ihm diese Gelegenheit gibt, dann nutzt er sie auch. So wie in dieser Situation. Und damit steht's 1-0. So kennt man ihn. Das ist ein Vollstrecker vor dem Herren. Das ist Mr. Zuverlässig. Bernardo Silva. Mahrez. Chiellini. Was sie jetzt machen, ist Schadensbegrenzung und das Beschränken auf das Allernötigste. Erstmal Ruhe reinbringen und dann irgendwann am Ausgleich arbeiten. Da ist die Chance. Physisch enorm präsent. Pogba. Das ist Lukaku. Mahrez. Bernardo Silva. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Die stehen da wie die Bank von England. Bernardo Silva. Hat ja zuvor schon einen Treffer vorbereitet. Da war er voll auf der Höhe. Sie kommen im Mittelfeld momentan überhaupt nicht zum Zuge. Ramsey. Und nun Aubameyang. Und er läuft in die Abseitsfalle. Blind. Ramsey. Dreh steht einfach nach vorn. Saul. Pogba. Die Schussgelegenheit. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Und der Mann an der Linie hebt die Fahne. Jetzt haben wir einen Wechsel. Cristiano Ronaldo soll hier zweifellos etwas mehr Tempo ins Spiel bringen. So einen Mann, der in der Offensive immer das 1 gegen 1 sucht, kannst du immer gebrauchen. Soeben gerade noch dazwischen gefunden. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gewandt. Und der Halbzeitpfiff. Die Mannschaft hat nicht ansatzweise das gezeigt, was sie kann. Sie müssen nun einfacher spielen und ihr Herz einfach in die Hand nehmen. Und es geht weiter. PSG muss natürlich sich vor Augen halten, wir haben noch Zeit, 45 Minuten. Wir müssen einerseits geduldig und diszipliniert. Das war absolut überflüssig, wie er da reingeht. Elfmeter, Logo. Olympique Marseille, also gleich mit der Möglichkeit vom Punkt. Jetzt heißt es eher gegen Torwart. Super Tag von Courtois. Das war eine große Chance, die er da liegen lässt.
Das gibt's doch gar nicht. Diese Chance ist vertan und für die Moral ist das natürlich das reinste Gift. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Ganz klar, Einwurf. Immer wieder schieben sie einen Riegel davor. Das sieht viel. Er schießt. Und der Keeper ist zur Stelle. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Was? Das ist Cristiano Ronaldo. Clever gespielt. Er hat aber weiße Auge. Und da ist der Pass. Bernardo Silva. Mahrez will hier scheinbar unter Beweis stellen, dass er mehr kann als nur Tore schießen. Wenn der Gegner den Ball hat, dann sollt ihr 11 Abwehrspieler sein. Er hat's verinnerlicht. Saul. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Olympique Marseille. Geh gleich mal. Freistoß für PSG. Guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Na klar, der Trainer versucht mit dieser Einwechslung seiner Mannschaft einen zusätzlichen Kreativschub zu geben. Pogba. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Gefährlich. Benzema mit der Möglichkeit. Starker Pass und schön weitergespielt. Und die Möglichkeit. Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Jetzt müssen sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Das ist völlig richtig. Warum ist das Spielfeld so breit? Damit man es eventuell auch mal über die Flügel versuchen kann. Pogba. Bernardo Silva. De Bruyne. Cristiano Ronaldo mit der Chance. Cristiano Ronaldo. Und? Er zieht durch. Leco Mio, der schlägt ja ein, mein lieber Schwan. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität. Und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Wir sind auf Remikurs. Den Ausgleich haben sie auf jeden Fall schon mal geschafft. Jetzt ist natürlich die große Frage. Wollen sie noch mehr? Wollen sie den Sieg? Das ist Benzema. Cristiano Ronaldo. Sie sind offensichtlich noch nicht bereit, sich mit diesem Ergebnis abzufinden. Sie wollen mehr. Cristiano Ronaldo. Das ist Benzema. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es. Die Einsatzbereitschaft ist da.
Benzema erhält Raum. Alto Belli, was für ein Tor! Und damit dürften sie durch sein. Das ist das perfekte Timing. Er stand nicht im Abseits. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Mann, oh Mann, das ist nichts für schwache Nerven. Aber es macht ungemein Spaß. Griezmann. Und geht's da mit Griezmann. Griezmann. Wenn man sie riechen könnte, dann riechen sie jetzt, die Ziellinie. Chiellini. Und das war's für heute. Die Partie ist beendet. Dieser Sieg ist in die Rubrik taktische Meisterleistung einzuordnen. Sie haben die Umstellungen des Gegners gnadenlos ausgenutzt, auch wenn es am Ende dann glücklich war.
Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde, Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gegenüberstehen. Ein gut gefülltes Stadion, aber warum sage ich das? Fußballherz, was willst du mehr? Naja, schauen Sie mal in den Himmel. Sonnenschein, blauer Himmel, kein Wölkchen. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für einen Unterhalt. Jetzt aber! Also ganz ehrlich, einen besseren Start kann man sich nicht wünschen. So, Hansi, jetzt bist du dran. Jeder Abwehrspieler auf dem Erdball weiß, was das hier für ein gefährlicher Spieler ist. Nur die, die da unten zuschauen, die haben das offensichtlich nicht mitbekommen. Das ist ein ganz frühes Ausrufezeichen. Messi, Memphis Depay, Benfica Lissabon. Läuft die aber dir im Wohnzimmer rauf und runter im Fernsehen? Wie schätzt du die Mannschaft ein, Hansi? Ihre Strategie ist klar. Dem Gegner ruhig den Ball lassen, dann die schnelle Balleroberung und dann geht's ab in den Gegenangriff. Bei wem der wohl landet? De Ligt spielt den Feuerwehrmann. Da kann er sich lösen und weg ist er. Das er trifft. Wenn du so alleine gelassen wirst, ist es echt schwer, diese Chance nicht zu nutzen. Er macht sein Tor und die Hintermannschaft im Tiefschlaf hilft mit. Und damit steht fest, Doppelpacker. Er versucht's. Das ist ein Torwart, das ist ein Torwart. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. De Ligt mit dem Klärungsversuch. De Ligt einfach mit gutem Stellungsspiel. Bekommt er den? Hat unglaublich viel Zeit und Platz. De Bruyne. Karim Benzema mit der Möglichkeit. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. De Ligt sieht, was er vorhat und geht dazwischen. Er zieht durch. Der Mann mit den 1000 Händen heute. Messi. Benfica Lissabon ist direkt wieder im Ballbesitz. Der Passversuch. Am Ball Roberto. Rein mit der Kugel.
soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Cristiano Ronaldo. Di Maria. Cristiano Ronaldo. Savic. Er trifft ihn. Da können sie da hinten mal kollektiv durchatmen. Papastathopoulos. Bernardo Silva. De Bruyne. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Hier ist Messi. Cristiano Ronaldo. Er versucht. Und drin ist er. Nur noch ein Tor Unterschied. Jetzt gilt es. Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Die Unterkante der Latte und natürlich die Frage, springt er wieder raus oder geht er rein? Der Ball geht rein. Und damit brauchen sie nur noch eins. Sie haben den Anschlusstreffer gemacht. Sie haben den Gegner unter Druck gesetzt. Jetzt gilt es, die Verunsicherung. Er hält drauf. Der ist da. Und tschüss. Wie hebe ich eine Abwehr mit relativ einfachen Mitteln aus? Fragezeichen. Ich wähle den Doppelpass. Das haben sie gemacht und dafür werden sie belohnt. Der Hattrick ist perfekt. Er macht sein drittes Tor am heutigen Tage, warum auch immer sie. Freistoß für PSG. Wird er es direkt versuchen? Und wieder eine riesen De Bruyne. Benzema. Karim Benzema mit der Möglichkeit. Kurz mal das Ding nach vorn gekloppt. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Auf geht's in die Kabine. Es ist Halbzeit. Wenn Sie in der zweiten Hälfte gut arbeiten, wenn Sie den Kopf oben behalten und die Schultern breit machen, dann dürfen Sie sich das hier eigentlich nicht mehr nehmen lassen. 3-1 der Stand bis hierhin. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Hälfte. Cristiano Ronaldo. Guter Ball in die Gasse. Di Maria. Messi. Cristiano Ronaldo mit der Chance. Cristiano Ronaldo. Überragende Aktion. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Bernardo Silva. Papastathopoulos. Roberto unterbindet da ganz clever diesen Angriff und das war auch bitter nötig. Da kommt der Pass in die Gasse. Also da hätte mehr draus werden können, wenn der letzte Pass ein bisschen besser gewesen wäre. Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Rezept ist.
gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. Benfica lauert. Sie bleiben immer mit ein paar Mann vorne. Lass mich raten, also sie setzen auf Konter. Genau so sieht's aus. Sie wollen den Ball gewinnen und dann wollen sie natürlich einige Spieler vor dem Ball haben, um den Konter zu fahren. Chance vereinzelt, hat er richtig gut gemacht. Memphis Depay, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Nee, auch hier kein Tor. Mein Gott, sie machen so gut bis zum letzten Moment. Aber nur bis zu diesem Moment. Sie müssen sich endlich mal selbst belohnen. Das ist Cristiano Ronaldo. Und der Pass. Und der ist drin. Und nur das Netz hält den Ball noch im Stadion. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Ein einziger Treffer fehlt ihnen noch. Du hast sie eben erst besiegt, wenn sie unter der Dusche ist. Da ist die schon. Treffer! Peinlich still und leise, sich von allem weggeschlichen. Ein Blick auf seine Trefferquote reicht, um zu wissen, wenn dieser Mann die Chance bekommt, dann knipst er. Hast du nicht mal einen Arbeitsnachweis? 4 Tore in einem Spiel. Das ändert natürlich hier den kompletten Spielrhythmus. Sie sollten jetzt weiter mit breiten Memphis Depay. Also da kommt nicht jeder ran. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Sie bringen ihren Tempo. Er springt hoch zum Kopfball. Vorbei, wenn auch nur im Haaresbreite. Das war gut, aber eben nicht gut genug. Sergio Ramos. Romagnoli. Sergio Ramos. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. Und da ist der Pass. De Bruyne holt ihn sich wieder. Di Maria. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Bernardo Silva, Sergio Ramos. Schönes Ding. Das könnte was werden. Nutze die Chance. Und er hat den Ball gehalten, aber er hat ihn nicht festgehalten. Glück für ihn, dass der eigene Mann zur Stelle ist. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Da hat er den Überblick behalten. Tolles Gegenpressing. Sergio Ramos. Das ist Cristiano Ronaldo. Lukaku. Ein super Pass. Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Sie haben den Ball erobert, sie haben blitzschnell umgeschaltet. Genau so musst du einen Konter spielen. Ab in Richtung. Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Fantastisch. Und er knipst dieses Ding hier einfach weg. Ein ganz abgezockter Spieler. Der hat das Ganze hier antizipiert, hat den Abpraller geahnt und dann hat er das Ding reingemacht. Benfica Lissabon. Verkürzt auf 2 Tore.
Savic, Messi. Cristiano Ronaldo mit der Chance. Stark angesetzt zum Kopfball. Und der Keeper ist zur Stelle. Der hat er ganz stark an. Abpfiff, das Spiel ist beendet. Eine starke Leistung und der Trainer wird zufrieden sein. Sie haben genau das umgesetzt, was im Vorfeld besprochen wurde. Was nehmen wir aus dieser Partie mit, Hansi? Sie haben den Sieg eingefahren, das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben. Danke, Hansi, dass du am heutigen Nachmittag mal wieder an meiner Seite warst. Auf bald! Ich danke dir, Marco.